Normalerweise bitten Menschen auf der Wache Köln-Mülheim um Hilfe. Aber die nächsten Besucher nehmen kaum Notiz von Marc Westerhofen und Clara Ortega. Wir nehmen das Ganze auf, ich zeige euch das Ganze. Vorne sind schon ein paar Leute, denen können wir direkt ein paar Karten geben. Hallo zusammen, hier. Habt ihr ein paar Autogrammkarten von mir? Danke, ich brauche auch. Danke, bitteschön. Ja, nimm dir doch eine, hallo. Wer bist du denn? Ja, also nicht jeder ist so angetan, das ist ja gar kein Problem. Wir klären das Ganze hier jetzt live vor Ort, damit müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir sind hier bei der Polizei. Die Jungs werden uns auf jeden Fall helfen, was das angeht. Applaus. Bravo. Reicht aber auch jetzt. Auch ein reicht jetzt Uniform. Aber. Machen Sie das mal aus gerade jetzt. Ja. Machen Sie das mal aus. Okay, ich habe hier sofort kein Internet. Ausmachen. Ich habe hier kein Internet, das heißt, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Bravo. Wir wissen nämlich gar nicht, wer Sie sind, was wir überhaupt hier wollen. Am nicht. Besten kommen Sie mal gerade kurz an die Theke dran und dann können wir uns mal gerade darüber unterhalten. So, erstmal in eine Polizeidienststelle hier reinzugehen. Ich weiß nicht, was haben Sie da gerade aufgenommen? Ich bin Schlagersänger und ich bin. Das war nicht meine Frage. Was haben Sie da gerade aufgenommen? Ein Video für meine Fans, für die Leute, die draußen mich verfolgen, damit die. Dieses halt sehen, Video, das werden wir gleich löschen, ne? Damit mal klar ist. Sie sind nämlich damit live on gegangen. Ich habe leider in eurem Bunker kein Internet. In eurem, nicht in Ihrem Bunker. Genau, richtig. In Ihrem Bunker. Das heißt, ich konnte leider sowieso nicht hochgehen mit dem Internet, deswegen würde ich das erst später hochladen. Nein, das wird gar nicht hochgeladen. Das wird gleich gelöscht, weil hier wird nichts gefilmt. Ne? Und außerdem haben sie auch andere Leute gefilmt, die müssen wir erst mal fragen, ob die damit einverstanden sind und so. Recht an meinem Bild kennen sie alles. Ja. Und jetzt erzählen Sie mal, warum Sie überhaupt hier sind. Ja, also... Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Olli Schramm. Ich bin, das ist mein Manager und das ist mein Bodyguard. Der Schlagersänger Olli Schramm? Ich bin der Schlagersänger Olli Schramm, genau. Wir haben ein Video geschickt bekommen, beziehungsweise ich habe ein Video geschickt bekommen, was auch im Internet online ist, wo eine Morddrohung ausgesetzt worden ist. Okay. Wo eine vermummte Person mit verzerrter Stimme mich umbringen will. Da wird meine Straße genannt, wo ich wohne. Ja. Kurz, das machen wir gleich weiter. Ja. Wer sind die beiden Herren jetzt ganz kurz noch? Das ist mein Manager. Genau. Ah, okay. Und das ist mein Bodyguard. Ich bin sein Personenschutz. Genau, Personenschützer. Gerade nach der Erfahrung. Wir haben noch andere Leute hier sitzen. Ne? Deswegen den ganzen Sachverhalt brauche ich jetzt nicht. Wir gehen gerade mal ins Büro, weil mit so einer Geschichte, die sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Der Polizeioberkommissar möchte sich zuerst das Drohvideo ansehen, um einen Eindruck von dem Täter zu gewinnen. Und die Aufnahme hat es in sich. Du verdammter Mistkerl. Ich mach dich alle. Ich mach dich platt. Dich und deine verdammte Schwester. Beide werdet ihr dran glauben. Was erlaubst du dir eigentlich? Ja, was erlaubst du dir eigentlich? So über deine Fans. Und Zuschauer, zu sprechen. Olli, das wirst du bezahlen. Das wirst du bezahlen. Ich sag's dir. Mach dich fertig. Dich und deine verdammte Schwester. Und wohnt ihr noch zu Hause? Wohnt ihr noch zu Hause? Becksteinstraße 8 bei Mama und Papa? Ja? Dann komme ich euch mal einen Besuch abstatten. Weißt du, was ich da mit dir mache? Guck genau hin, Olli. Guck genau hin. Was ich mit dir mache. Ja, normalerweise nehme ich das nicht so ernst, weil das sind banale Kommentare, aber das war jetzt natürlich eine Hausnummer, deswegen haben wir uns entschieden, sofort hier hinzukommen. Ja, das haben Sie auch absolut richtig gemacht. Also, ich sage Ihnen jetzt, wie wir da vorgehen. Wir haben die IT-Abteilung, die kriegen jetzt auf jeden Fall das Gerät erstmal. Dann werden die versuchen festzustellen, wann das gemacht worden ist. Vielleicht so die Örtlichkeit über den Standort vielleicht festzulegen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, er saß die ganze Zeit, beziehungsweise stand die ganze Zeit da so und meinte immer ab und zu mal mit dem Finger schnippen zu müssen. Mhm. Das ist so eine Gestik manchmal, so ein Tick bei manchen Leuten, die haben da irgendwas. Die einen sind so, wenn sie nervös werden, er wird vielleicht der Fingerschnipper sein. Mehr haben wir zurzeit noch nicht. Da werden wir auf jeden Fall nachgehen. Da brauche ich von Ihnen zumindest schon mal einen Ausweis jetzt hier. Ja, natürlich. Bitteschön. Gut. Haben Sie denn irgendeinen Verdacht gegen irgendjemand? Also gab es schon mal in der Vergangenheit jemanden, mit dem Sie irgendwie massiv aneinander geraten sind? Ja, also mein Bekanntheitsgrad erlaubt es einfach, dass die Leute mir immer auf die Pelle rücken wollen. Da war aber einer,
wo ich fast schon von Stalking sprechen musste. Der Ben Krüger, also wie gesagt, die Leute sprechen mich auf der Bushaltestelle an, die sprechen mich überall an, wenn sie mich erkennen. Das ist schon ein bisschen zu persönlich, aber er hat es halt wirklich übertrieben. Der hat auch eine einstweilige Verfügung bekommen, dass er sich auf 500 Meter nicht nähern kann, weil er da wirklich gar nicht aufgehört hat mit bei mir zu Hause vorbeikommen, klingeln etc. Also dass die Leute mich kennen, dass die Leute mich ansprechen oder auch teilweise anhimmeln aus irgendwelchen Ecken, so sein wollen wie ich, das bin ich gewohnt. Das ist mein Alltag. Aber er, das war wirklich die Sache, die das Fass hat zum Überlaufen gebracht. Und Ben Krüger, sagen Sie. Ne? Ben Krüger, wenn ich mich nicht irre, ich habe das alles hat das Management gemacht. Das müsste also eigentlich gab's noch. Gab es da irgendwas polizeitechnisch? Ja. Oder ja, die, ja, ich meine, ja, sie sagen, es ja, war so massiv. Ja. Marc Westerhofen ermittelt, dass die Schwester des Schlagerstars in seinen Musikvideos mitspielt und der Täter sie daher kennen könnte. Die Kollegen haben inzwischen den verdächtigen Stalker auf die Wache Köln-Mülheim bestellt. Und zwar folgendes. Sagt Ihnen der Name Olli Schramm etwas? Ja. Ja. In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu dem? Ja, den Olli habe ich damals auf so einem Influencer- und Blogger-Event kennengelernt. Mhm. Und er hat mir damals so ein signiertes T-Shirt gegeben, hat mir auch Autogrammkarten gegeben, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und im Endeffekt habe ich gedacht, dass wir uns ganz gut verstanden haben und wollte eine Freundschaft zwischen uns aufbauen. Mhm. Aber letztendlich ist daraus dann nicht so viel geworden. Ich habe ihm über seine Social-Media-Kanäle geschrieben und am Anfang hat er da auch einiges zurückgeantwortet. Also wie ist das Ergebnis Ihrer Freundschaft? Also es gibt ja einen Vorgang dazu. Ja, also letztendlich ist es darin geendet, dass ich ihn hinterher gelaufen bin. Ich habe ihn ein bisschen gestalkt und okay. Er hat eine... Also sind Sie quasi keine Freunde? Nee, heute nicht. Wie ist denn Ihre Gefühlslage im Moment zu dem Olli? Ja, also durch... Was empfinden Sie? Also wollen Sie mit ihm befreundet sein oder empfinden Sie da Hass, weil er Sie angezeigt hat? Ja, er hat mir nicht mehr geantwortet und letztendlich habe ich dann angefangen ihn zu stalken und okay. Er hat mich einfach enttäuscht und das wollte ich ihm zeigen. Also ich bin ganz ehrlich, wir hatten ja die Vermutung, dass Sie das Video eingestellt haben. Und wenn ich das jetzt hiermit vergleiche, also erstens tragen Sie ja diesen Ring nicht und zum anderen hat die Person ja auch kein Muttermal an der Hand. Also ja, würde ich sagen, sind Sie zwar nicht umsonst hierhin gekommen, weil im Endeffekt, ja, kann ich ja jetzt sagen, dass sie es wahrscheinlich nicht waren. Doch wer droht dem Schlagersänger und seiner Schwester dann, sie fertig zu machen? Um den Täter zu ermitteln, intensivieren Clara Ortega und Marc Westerhofen die Befragung der Geschwister. Ben Krüger ist dann aus dem Rennen. Keine Ahnung, also das überrascht mich jetzt fast schon. Also, weil und da sonst niemand das, anderen, ja, also, der dir noch schaden könnte? Ja, ich weiß nicht, ich hab's vielleicht... Vielleicht in letzter Zeit ein bisschen übertrieben im Internet, dass ich, wissen Sie, ab einem gewissen Punkt müssen Sie, das machen eigentlich alle, ja, um A, sein Image zu pflegen und B, ein bisschen Fuß in dieser warum Branche zu setzen. Hinaus? Ja, ich habe vielleicht meine Hater ein bisschen zu sehr provoziert. Ist das jetzt dein Ernst? Ich habe vielleicht ein bisschen, was das angeht, übertrieben. Ich habe sie fast schon herausgefordert. Ich habe da zurückgeschrieben. Ich habe 24-Stunden-Videos gemacht, die 24 Stunden online sind, wo ich halt gesagt habe, dass die mir eh nichts können und so weiter und so fort. Es ist aber nur Show. Aber hast du denn mal an uns gedacht? An deine Familie vielleicht auch? Ja, aber woher sollen die... Ich habe ja meine Adresse nicht veröffentlicht. Woher sollen die das wissen? Das ist ja wirklich... Das kann ja wirklich damit... Meiner Meinung... Also ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt im Internet bei tausenden von Menschen sage, kommt auch in Anführungsstrichen, dann wo sollen die meine Adresse herbekommen? Das ist ja alles eigentlich anonymisiert. Ja, aber das kriegen die alle raus. Ja, gut, das ist die Möglichkeit, raus. Internet, da steht alles drin. Ich sage ja. Einmal im Netz, immer im Netz. Ne? Ja. Also früher im Telefonbuch eine Nummer hinterlegt haben, die steht heute noch drin. Entschuldigung, ja. Wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck, Olli. Wir müssen ja, ich los. Weiß, das ist richtig. Wir haben noch, ja. Wir haben noch ein Fotoshooting ja. Und wir ja, müssen noch zum Radiosender. Ich denke ja. Mal, wir sind jetzt hier ganz zum Ende gekommen, oder was? Einen Moment mal, ja. Marc, ist dir was aufgefallen? Ja. Der Tick. Sie sind gerade hier reingekommen. Ja, ja, klar. Hm. Ja. Und was haben Sie als allererstes gemacht? Was machen Sie schon die ganze Zeit? Ja, das hier. Ja. Ja. Ist das schlimm? Ist das ein Verbrechen? Können wir Ihre Hände gerade mal sehen? Machen Sie noch mal einen Fingerschnitt bitte noch mal. Wie groß sind Sie? 1,85? 1,85, ja. Ja, aber darf ich mal fragen?
Haben wir müssen los. Was? Haben Sie das Video eigentlich schon im Netz schon gesehen? Hast du ja schon mehrere Stunden online, ne? Nein, habe ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Wollen Sie es mal sehen? Ja, gerne. Gehen Sie mal gerade mal zur Kollegin gerade mal rüber. Sagen Sie mal gar nichts. Einfach nur mal nachschauen. Aber was hat das? Sagen Sie mal nichts. Jetzt gucken Sie sich das Video an. Reicht. Und außerdem, der Ring passt auch. Was haben Sie denn dazu zu sagen? Außerdem finde ich das sehr merkwürdig. Sie sind der Manager von ihm. Ihm wird hier gerade, er wird bedroht. Ja. Und Sie haben sich das dann nicht mal angesehen. Wer soll Ihnen das denn glauben? Haben Sie dazu was zu sagen? Sie hätten das vielleicht noch qualitätssichern müssen. Ob man das auch online stellen kann, bevor Sie sowas machen. Weil wir haben nämlich eine ganz klare Vermutung. Ja. Darf ich gerade Ihre Hand noch mal sehen? Ja. Zeigen Sie mal gerade mal Ihre Hand. Das ist perfekt, das Bild. Gucken Sie mal. Sehen Sie diese Hand? Ja. Ja, und Ihre Hand. Ja. Das ist nicht die Hand, sondern der Ring, der ist hier auch das Ausschlaggebende. Ich glaube, dass das Sie sind. Das passt auch von der Statur her. Ja. Das bin ich. Ich habe Ollis CD kommt jetzt. Ja, lass mich das erklären, Olli. Die CD vom Olli kommt jetzt demnächst raus, die neue. Ja, und ich habe gedacht, dass ich so etwas mache, das bringt ein bisschen Publicity, geht ein bisschen, es erweckt Aufmerksamkeit. Ich habe mir da jetzt einfach nichts bei gedacht. Ich habe gedacht, damit die ganze Sache nur so ein bisschen pushen. Jetzt alles nicht mehr anonym. Jeder weiß jetzt, wer ich bin, wo wir wohnen und was weiß ich was. Ja gut, soweit habe ich nicht gedacht. Mir ging es jetzt eigentlich nur darum, dass wir Olli ein bisschen pushen. Das hat nichts mit Pushen zu tun, das war eine Drohung. Der Manager des Schlagerstars wird wegen Vortäuschens einer Straftat angezeigt und von dem Sänger gefeuert.